Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4, jetzt mit dem neuen DLC Naval Strike. Ich hatte in letzter Zeit nicht ganz so viel Lust, das Spiel zu spielen. Deswegen gab es auch erstmal keine Parts mehr. Das letzte Mal, dass ich gespielt habe, war am Release-Tag oder einen Tag nach dem Release von Second Assault. Das heißt, dementsprechend bin ich jetzt auch aus der Übung. Und ja, also erwartet nur das Schlechteste vom Schlechtesten jetzt von mir. Ich habe halt, wie gesagt, in letzter Zeit nicht so die große Lust drauf gehabt. Ich hatte in den 1, 2 bis maximal 3 Wochen nach Release von Titanfall hat Titanfall ziemlich stark gesuchtet und habe da jetzt auch erstmal ein bisschen abgeschlossen, vorerst, und mache damit auch erstmal ein bisschen Pause. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das trotzdem alles mal an. Textur muss wohl noch laden. Ich hoffe, das ist nicht die richtige Textur. Ja, geht doch. Ich dachte eben schon, das wäre ja super hübsch. Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt überhaupt nicht wirklich drauf auf, weil das, die Runde schon... Na, die Runde ist gar nicht so mittendrin. Also, wir haben dann eigentlich noch Zeit. Fangen wir hier mal mit C an. Wir wollen uns das Ganze ein bisschen angucken. Naval Strike legt natürlich großen Wert auf Wasserstrecken. Es hat sehr viele Boote und es hier wurde auch ein neues Boot eingebaut. Ja, laber du da mal. Das sowohl an Land als auch in Wasser fahren kann. Also, wie gesagt, es kann halt... halt hauptsächlich Wasser, sehr viele Bootskämpfe und so weiter und so fort. Wobei diese Strecke hier noch gar nicht so wirklich wässrig aussieht. Also sehr viel Land. Ich habe eben schon einmal kurz reingeguckt, da war aber die Runde gleich vorbei. Das heißt, das habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Da war wirklich nur Wasser. Also da war überhaupt kein Land in der Nähe. Vielleicht kommt das hier aber noch. Wer weiß, es gibt ja Levolution. Vielleicht kommt hier auch die große Flut und dann muss man hier später nur noch mit Booten rumfahren. Keine Ahnung. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht so der Mega-Bootsfreund schon im Originalspiel gewesen. Macht zwar Spaß, aber... Ich finde dann so die Infanterie und dann ab und an auch die Panzerkämpfe doch schon ein bisschen spannender als auf dem Boot. Ist halt einfach Geschmackssache. Da ist schon was hochgegangen. Oh, C wird wieder übernommen. Warte. Dann sehen wir vielleicht mal einen. Wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich im Schussduell eh versagen. Oh, ich habe einen Gegner erledigt. Aber da ist wohl noch einer. Scheiße. Oh Gott, ich bin die Klasse. Das merke ich jetzt auch erst. Kannst du dich mal heilen, Kumpel? Ja! Ich stehe hier eine Dreiviertelstunde rum und heile mich nicht. Ja, haben wir alle gesehen, dass der uns erschossen hat. Man sieht zwar voll viel, man sieht einfach nur seine Silhouette, mehr nicht. Was soll ich da machen, bitte? Ich hatte 4 Leben, 4%. Ja, na sicher. Na sicher. Da spawn ich vor 2 Gegnern. Ich hatte nur 6 Gesundheit. Ich hätte ihn noch einmal treffen müssen. Ah, das ist doch alles scheiße, ist das hier. Mann, ich will die Strecke zeigen. Da kann es nicht wahr sein, dass ich mich erst nicht regeneriere und dann vor 2 Gegnern spawne. Wird schon wieder vor den Assis gespawnt, ne? Warum habe ich jetzt keine Killhilfe bekommen? Ich habe den voll erwischt. Oh Gott, komm, den treffe ich. Den treffe ich doch, oder? Den treffe ich. Den treffe ich sowas von überhaupt nicht. Fuck, ich glaube, der hat uns gesehen. Ich glaube, der hat uns gesehen! Ah, das wäre so gut gewesen. Das wäre so gut gekommen. Was ist das denn? Ach, das ist ein Vogel. Scheiße! Man hat uns entdeckt. Von einem Boot aus wird geschossen und der Heli auch. Und wir sind jetzt eh schon tot. Das waren nur Gegner. Überall. Ich will die Strecke zeigen. Verdammt. Ah. Man merkt schon, dass ich es nicht gespielt habe. Also lange nicht gespielt habe. Ich will zum Beispiel jetzt auch zoomen, wie bei Titanfall, einfach einmal die rechte Maustaste zu gedrückt halten. Also gedrückt drücken und nicht gedrückt halten. Wie ich das hier sonst immer standardmäßig hatte. Oh mein Gott. Alles explodiert. Die schönen kleinen Hütchen. Ich würde sagen, wir gucken uns immer den Berg da vorne an. Scheint hier tatsächlich nicht so mega großen Wert auf Boote gelegt zu werden. Das ist zwar eine ganze Insel, die halt... Oh, schöner Papagei. Halt eine Insel, die halt komplett rundherum mit Wasser ist. Das heißt, man kann halt komplett um die Insel mit Booten rumfahren. Aber die Insel an sich ist halt sehr landbelastet. Verdammt! Jetzt lad doch nicht nach, du Spacken! War ein ganz schlechter Zeitpunkt zum Nachladen. War von überall, wo sind die denn alle? Einer da auf dem Berg, einer da auf dem Berg, dann 2 Leute im Feld, dann stand da noch einer und ich habe keinen von uns gefunden. Nur Gegner. Auf der ganzen Insel sind nur Gegner. Aber E waren wir noch nicht. Sieht aber eigentlich genauso aus wie bei C.
Wo ist der? Da läuft er. Dafür, dass ich den nur zweimal getroffen habe, muss ich, werde ich den wahrscheinlich irgendwie weggesnackt haben. Warum liegen hier Tote? Oh Gott, hier liegen deswegen Tote rum. Aber das kann nicht wahr sein. Ich will einmal den Berg anschauen. Ich will doch nur zeigen, was da drauf ist. Kann doch nicht jedes Mal weggeballert werden, wenn ich auf den Berg hoch will. Es wird uns nicht erlaubt sein, B oder A einmal anzuschauen. Oh. Oh Gott. Unser Netzwerk läuft wieder. Alles wieder ruhig? Darf ich wieder? Ich glaub nicht. Haha, Noob. Warum kann er doch fliegen? Normalerweise sind hier die Schrott, wenn man mit denen irgendwo gegendonnert, ja. Er kann einfach weiterfahren. Kein Ding, bin da eben mal kurz im Baum gerannt, geflogen, meine ganzen Rotorblätter waren eben im Boden drin. Ist mir aber scheißegal, ich fahre einfach weiter. Ja, genau. Spawn am Strand, während dort ein feindliches Boot steht. Ist eine gute Idee. Das kann nicht dein Ernst sein. Naja. Killhilfe nur 59, Alter. Ich habe den 90% meines gesamten Magazins da reingeballert. Okay, wir verlieren B. Oh, Hängebrücke. Ich würde mir B einmal angucken. Auch wenn ich da oben gleich abgeballert werde. Ich möchte euch das einmal in der Aufnahme gezeigt haben, wie B aussieht. Deswegen kommen wir auch extra hier rum. Nicht über den regulären Weg. Ah, hier ist so eine Art Schloss, oder was? Cool. Ja, so eine Schlossruine ist das hier. Hat sich der Besuch doch gelohnt. Ich laufe hier einfach verwirrt rum. Was ist A? Ah, A ist auf nochmal auf einer separaten Brücke. Wieder mit einer... Also wieder auf einer separaten Insel. Wieder mit einer Brücke verbunden. Lass mich hier weg! Oh Gott! Heli! Der wird uns töten! Er wird uns töten! Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch, die Strecke. Sehr, sehr cool designt, aber wie gesagt, zum Gameplay her ist es natürlich mega offen auch alles. Und natürlich sind hier gute Heli-Flieger oder gute... Jetflieger natürlich sowas von dem Vorteil, wie man hier gerade sieht. Die fliegen einfach von nach A ballern alles ab, nach B ballern alles ab, nach C ballern alles ab. Es gibt dann nur wirklich Dächer, die sicher sind. Das heißt, du kannst halt einfach überall von jedem abgeballert werden. Oh, gibt hier auch so eine Sicherheitstür unten rum? Da hat ein Bunker. Ja, das sieht cool aus. Das gefällt mir voll. Das Schloss ist geil. Hier ist noch ein Notausgang. Aber schnell mal wieder rein. Na, hier unten ist man auf jeden Fall kurzzeitig vor den Helis geschützt, aber das ist ja wie ein Labyrinth hier. Hilfe! Nach oben. Nach oben ist immer gut. Oh, wo bin ich jetzt? Danke. Immerhin sind wir nicht mehr alleine. Voll verwirrend hier, Alter. Ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße. Der hat mich nicht gesehen. Also der hat zumindest nicht direkt uns gesehen. Und dann habe ich ihn direkt schon drei Kugeln reingeballert. Dann habe ich die restlichen Kugeln alle daneben geschossen. Wenn ich nur noch einmal getroffen, dann wäre er schon wieder down gewesen. Oh. Direkt wieder gespawnt. Ah. Hm. Das nennt man dann wohl Claymore. Hätte ich mit rechnen müssen, dass da eine liegt. Habe ich aber nicht. So,
war jetzt nicht der beste Spawnpunkt. Zum Glück hatte der gerade kein Magazin mehr. Ich muss mich regenerieren. Ich habe nur noch 17 Leben. Ich muss mich regenerieren. Ich habe nur noch 17 Leben. Da hat er aber richtig, also da habe ich richtig Glück gehabt, dass der gerade kein Magazin mehr hatte. Ja, ja. Ja, schade, ich dachte, die ist da reingefallen, in dem Moment, in dem der da reingesprungen ist. Assi. Hast du nicht mitgerechnet, was? Ich glaube, da ballert gerade ein Flugzeug auf uns da oben. Alles gut. Kein Problem. Scheiße. Ich wusste, dass die hier unten durchkommen. Ich habe ihn ja auf der Mac gesehen. Ich habe gehört, oben hätte der gar nicht so lange überlebt, wenn er die ganze Zeit schießt. Aber irgendwie bin ich im 1 gegen 1 wieder ziemlich kacke. Aber ich finde das Schloss cool. Da könnt ihr die ganze Strecke lang verbringen. Ich möchte euch aber noch andere Sachen zeigen. Deswegen spawnen wir mal bei A, auch wenn bei A gerade nichts los ist. Außer ein paar explodierende Dinge. Oh Gott, Heli. Ne. Ich hab's einmal in der Aufnahme probiert. Und das muss auch reichen. Oh, von dieser Seite, das sieht richtig cool aus. Also vom Design her ist die Insel an sich eine richtig, richtig, richtig geile Strecke. Egal, die ist halt mega offen und dadurch haben halt Helis und Jetflieger einfach so einen riesen Mega-Vorteil. Dass es halt nicht gut gebalanced ist, die Strecke, aber an sich ist es, also optisch ist es ein Knaller. Vielleicht die hübscheste, ja, es ist, für mich persönlich ist es bislang die hübscheste Strecke von allen, die ich in Battlefield 4 gesehen habe, weil es auch so meinem persönlichen Setting entspricht. Also eher so ein bisschen, ja, mehr oder weniger schon antropisch angehaucht. Mag ich sehr gerne. Was lauft ihr hier weg? Oben wird B übernommen und ihr rennt von B weg? Ja, ihr seid ja schöne Kameraden hier. Lässt die Soldaten hier einfach fallen. Achso, wir übernehmen gerade B. Ich habe nichts gesagt. Wow, man kann mit den Kanonen auch schießen. Das ist natürlich episch. Ah, ich liebe die Strecke jetzt schon. Auch wie gesagt, man ist halt überhaupt nicht gebalanced. Also um hier... Ich werde hier wahrscheinlich immer scheiße sein, weil ich nicht Heli fliegen kann. Und Heli sind hier einfach overpowered. Oh Gott. Die treffen uns von da unten. Aber optisch ist es wirklich ein Riesenknaller. Und da kommt ein Heli... Bleib hier einfach mal bei dem Schloss, weil mir das optisch am schönsten gefällt. Den Rest der Insel haben wir schon grob angeschaut. Yeah! Down! Oh, da hinten kam, glaube ich, gerade so ein neues Boot angefahren. Da. Das sind diese Dinger, von denen ich geredet habe, dass die sowohl an Land als auch im Wasser fahren können. Mit dem sind die jetzt mal eben den ganzen Berg hochgefahren. Aha, damit hat er gerechnet. Der hat das Boot aus dem Grund hingefahren, weil er da C4-Sprengstoff dran gepackt hat und einfach nur gewartet hat, dass da einer hinläuft. Ich wollte aber einmal mit dem Boot gefahren sein. Weil, warte mal, könntest du mich nochmal umbringen? Das ging jetzt irgendwie schneller als erwartet, aber okay. Ach, das war derselbe, der ist uns die ganze Zeit dahergelaufen mit der Pistole. Das ist natürlich toll. Ich wollte das machen, weil eben bei uns am Spawn so ein Boot verfügbar war. Das müsste das sein, ne? Jan Hovercraft. Einfach nur mal zeigen. Ich möchte, wie gesagt, so viel wie möglich zeigen. Mit diesem... Ja, wahrscheinlich werden es 4 Videos sein, weil es 4 Strecken sind. Fahren wir hier mal. Einfach mal gucken, was man mit dem Ding machen kann. Wuhu! Und weiter geht's. Oh, ich liebe das Ding. Hat man zwar kein Geschütz drauf und so ein Kram, aber das geht ja mal mega ab.
Macht auch voll Laune, mit dem Ding hier rumzufahren und einfach mal alles niederzubolzen, was hier im Weg steht. Weg hier! Scheiße, den war genau im gegnerisches LAV gefahren. Aber hat Spaß gemacht, also der Hovercraft ist eine gute Idee gewesen. Ist ein schönes Boot, hat halt, damit es nicht zu overpowered ist, weil es halt wirklich sehr schnell auf allen Umgebungen fahren kann, hat es halt kein Geschütz an Bord. Wie gesagt, Balancing-Gründe wahrscheinlich. Wo sind denn Gegner? Da ist einer. Wir haben da was abgekriegt. Ja, wir haben da was abgekriegt. Scheiße. Ja, ich bin zwar mega scheiße, aber es macht trotzdem Spaß. Ah, es geht jetzt mit dem neuen Update wohl auch höher als Level 110. Ich glaube, 110 war vorher das Höchste, was es ging. Jetzt hat er eben eine 112 gehabt. Anscheinend macht man das jetzt so ähnlich, wie das wohl auch bei WoW und so weiter immer lief. Dass mit dem neuesten Update dann immer das Level-Maximum auch gleichzeitig erhöht wurde. Das heißt, wenn du die fleißig alles kaufst, kannst du halt auch höheres Level werden als andere Menschen. Fuck! Hätte ich mal auf den anderen geballert. Ich habe nicht gewusst, dass hier noch einer drin ist. Ah, wie sieht's aus? Auf die Statistiken sollten wir, glaube ich, nicht mehr gucken. Von A können hier jetzt natürlich viele Leute reinkommen, weil die haben uns jetzt quasi mehr oder weniger umzingelt. Ist der mit den Hovercraft jetzt bis hoch gefahren? Das habe ich gesehen, mein Freund. Okay, der war schon down. Kommt noch irgendwo wer? Oh ja, da kommen Leute mit dem Fallschirm runter. Oh, diese scheiß Helis und Jets, die sind dort zum Kotzen. Die hätte man hier einfach ausmachen müssen im Naval Strike-Modus. Da hätte man hier nur mit Booten fahren können, dann wäre das viel gebalancer gewesen. Hier fahren die Gegner haben die ganze Zeit nur Jets. Wahrscheinlich sind die drei, die hier oben sind, die ganze Zeit im Jet. Und wir haben halt keinen guten Jet- und Heli-Flieger und deswegen dominieren die uns hier halt wie sonst was, weil die Jets und Helis auf dieser Strecke einfach mega overpowered sind. Wie gesagt, also von der Strecke her an sich ist das für mich die beste Strecke von allen. Aber da das scheiße gebalanced ist, werde ich sie wahrscheinlich nicht öfter spielen als andere. Mann, ey, da fliegt schon wieder der nächste Jet rüber. Die fliegen einfach die ganze Zeit von der einen Seite der Karte zur anderen Seite der Karte und ballern auf die Punkte. Oh. What the... Ah, da ist einer ausgestiegen. Das war ja irgendwie klar. Bist du Maddie? Ah, du bist mir die von denen. Das ist natürlich ärgerlich. Hast zwei Leute von uns gekillt und hast uns gemeldet. Ja, unser letzten Punkt verlieren wir jetzt auch gleich noch. Nochmal schnell nach oben laufen, versuchen zu retten, was zu retten ist. Ist ja wie gesagt noch der letzte Punkt. Ja, ist jetzt eh vorbei. Können wir nochmal durch diesen Gang laufen, den ich nach wie vor cool gemacht finde. Und dann ist die Runde auch vorbei. Na, wie gesagt, gute Heli- und Jetflieger sind ja einfach so megamäßig overpowered. Da kannst du nichts machen, da kannst du einfach nichts machen. Ja. Das war's auf jeden Fall mit dieser Runde. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn die scheiße war. Und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns eine andere Map angucken. Die Leute, die fleißig da oben auf den Chat geachtet haben, die werden auch mitbekommen haben, was für eine Map als nächstes kommt. Wurde da oben, glaube ich, gevotet zwischendurch. Mir ist es vollkommen Wurst, weil ich die alle bis auf diese Strecke eh noch nicht kenne. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Also, bis dann und auf Wiedersehen.